willkommen zu einem neuen Video. Das neue Update ist endlich da und es gibt unter anderem jetzt ein neues Item. Und zwar die Ballons. Blase Ballons auf, um die Schwerkraft zu überlisten. Füge weitere Ballons hinzu, um noch höher zu fliegen. Also ich bin mal gespannt, wie das alles funktioniert. Achso, und am Ende erwähne ich nochmal die drei Gewinner vom 20-Euro-Gutschein-Gewinnspiel. Im Shop gibt es jetzt auch noch einen neuen Skin. Die Gruselbeauftragte. Keine Ahnung, mir gefällt der jetzt nicht so. Auf jeden Fall werde ich jetzt ein bisschen Solo spielen. Und ja, ich werde mal gucken, ob ich die neuen Ballons finden kann. So, ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach mal Sorti und schaue, ob ich die neuen Ballons finde. Ich weiß nicht, ob man die nur in Kisten findet oder ob die auch einfach rumliegen. Ja, ich gucke einfach mal. So. Ah, da liegen, glaube ich, schon welche. Und ja, es sind die Ballons. Okay, 20 Stück bekommt man. Ich probiere die gleich aus. Was? Schon wieder? Ja, als ob die so unselten sind. Hey, findet man die echt so einfach? Okay, ich benutze jetzt einfach mal. Ah, okay, man kann mehrere. Warte, da hat jemand auf mich geschossen. Okay, mit zwei kann man so rumspringen. Ah, okay, ab. Ich glaube, ab vier Stück kann man dann fliegen. Ah, okay, es geht nur sechs Ballons. Also nur sechs Ballons. Also, desto mehr Ballons man benutzt, desto höher kann man fliegen. Aber ich hole mir jetzt erstmal den, der da vorne ist. Und mit L2 kann man dann den Ballon entfernen. Ja, okay, mit 5 kann man auch gut fliegen. Den da vorne hole ich gleich. So, die Heavy nehme ich mit. Und die Deagle nehme ich auch mal mit. So, ich komme zu dem. Hä? Hat er sich gerade selber... Der ist gerade nicht darunter gesprungen, oder? Ist der gerade darunter gesprungen? Hä, der hat auch wieder Ballons. Hä, die sind noch lila, warum sind die so unselten? Ich spiele einfach mal so, ohne Sturmgewehr. Oder ich spiele mal einfach nur Deagle und Heavy und nehme zweimal die Ballons mit. Okay, aber jetzt gucke ich mal, wie hoch man mit denen fliegen kann. Okay, mit sechs Ballons fliegt man schon sehr schnell hoch. Ah, und die platzen auch. Ja, okay, das ist auf jeden Fall, das ist die Maximalhöhe, wie hoch man mit denen fliegen kann. Okay, sehe ich hier irgendwo einen? Okay, und mit L2 kann man die dann entfernen. Okay. Ah, okay, hier ist jemand. Okay. Alter, bleibt da einfach auch wieder Ballons zurück. Dann nehme ich diesen Knife mit. Okay, perfekt. So, und ich gucke jetzt nochmal, ab wie viel Ballons man wirklich fliegen kann. Also mit einem kann man nur so springen. Dann. Okay, ich glaube ab vier Stück. Und da vorne war noch Gegner, habe ich gehört. Okay, hier ist einer. Was macht der?
Das ist ein Gegner. Alter, ich wusste nicht, dass das ein Gegner ist. Digga, was macht der? Okay, ich nehme mal die P90 mit. So. Okay, da muss ich hin. Ist da eine? Ich weiß es nicht. Ja, hier ist ja gar keiner. Okay, das wird einfach. Wie soll ich ihn am besten killen? Was? Hat er sich gerade mit seinem Raketenwerfer? Okay, die Runde war irgendwie viel zu einfach. Also ja, keine Ahnung, mir gefallen die Ballons eigentlich. Aber die nerven halt schon ein bisschen, weil die so einfach zu finden sind. Ich fände es besser, wenn die viel seltener wären, weil jetzt fliegt einfach jeder weg, wenn man ihn irgendwie anschießt. Aber ja, ich hoffe, euch hat es dir gefallen. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die neuen Ballons findet. Dann noch zu meinem letzten Video, wo ich die 23-Euro-Gutscheine verlost habe. Ich blende einfach mal hier irgendwo die Gewinner ein. Also einmal Moritz Hein, Silas und Kelvin, glaube ich. Ich habe allen dreien gestern den Code gegeben und sie haben auch schon geantwortet. Ich habe die Gewinner ausgesucht mit so einem Online-Kommentar-Generator, also damit es fair ist. Ich werde aber auch weiterhin Gewinnspiele machen, zum Beispiel in Livestreams oder zum Beispiel zu 50.000 Abonnenten. Und das Video hatte dann auch 13.000, 14.000 Kommentare, also danke auf jeden Fall dafür. Also ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.